Und es geht endlich los mit der neuen Kampagne von dem Malta-DLC. Hier haben wir sie. Kampagne Ein neues Zeitalter, Malta. Steig in den neuen weltweiten Saurierhandel ein und stell dich den damit verbundenen moralischen Zwickmühlen. Beratschlage dich mit Kyla Watts und anderen, um brandneue Saurieranlagen am Mittelmeer zu erschaffen und deinen Platz zwischen Behörden und Untergrund zu finden. Spoilerwarnung bezieht sich auf die Ereignisse von Jurassic World Dominion. Also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr am besten jetzt das X drücken. Ansonsten folgt mir gerne in die neue Story. Die Dinosaurier sind jetzt frei unter uns. Aber zum Überleben müssen sie sich anpassen. Ihre neue Welt entwickelt sich. Sie ist fremd und steht vor einem nie dagewesenen Wandel. Wir müssen akzeptieren, dass die Tiere die gleichen Bedürfnisse wie wir haben. Fragen und Debatten bleiben endlos. Die Meinungen sind gespalten. Die Menschheit handelt, und das sogar mit aufrichtigem Interesse, am Schutz der prähistorischen Tierwelt. Aber im Schatten gedeiht eine düstere Seite. Opportunisten, die Saurier kaufen und verkaufen, wie jede andere Ware. Gleichgewicht hat seinen Preis. Und manchmal muss man anderen vertrauen, ob man will oder nicht. Ah, diese Cinematic-Clips sind immer richtig cool. Und es geht jetzt wohl auf die Halbinsel San Albertus. Cabot Finch hat einen verfallenen Tierpark in einem abgelegenen Teil von Malta entdeckt. Hier ließen sich neue, lukrative Saurierattraktionen realisieren. Schauen Sie sich das an. Sehen Sie das? Nein, nicht das Land. Das war wirklich erstaunlich billig, übrigens. Aber was ich meine, ist Potenzial. Nun ja, aus einer Gelegenheit wird nur dann ein Vorteil, wenn sie von kompetenten Leuten ergriffen wird. Mhm. Wirklich? Und Sie sind kompetent? Zugegeben, wir sind noch am Anfang, aber ich denke, Sie müssen uns da vertrauen. Tja, Vertrauen muss man sich hier erstmal verdienen. Man kriegt es nicht einfach so. Wir zahlen für mehr als Ihre Flugkünste, Miss Watts. Können Sie liefern? Jederzeit. Das kann ja wieder was werden mit Cabot Finch. Aber hier stehen schon einige Zäune und Gehege. Das ist also, womit wir arbeiten müssen? Barry Sam Ben. Schön, dass Sie es in einem Stück nach Malta geschafft haben. Ich weiß, dass es von außen vielleicht etwas unfertig aussieht, aber die inneren Werte zählen. Hier geht es um das Potenzial. Ich bin immer bereit für eine Herausforderung. Wo fangen wir an? Wir? Mein Team repariert erst, was schon vor Ort ist. Das schafft eine solide Grundlage. Das Eingangsgebäude ist betriebsbereit. Den Rest, den bekommen Sie schon irgendwie hin. Also helfen Sie nicht? Was meinen Sie? Das habe ich doch gerade. Ich hatte mit Leuten wie Ihnen schon zu tun. Sie machen sich nicht gern die Hände schmutzig, hä? Nicht, wenn es nicht nötig ist. Zu Sauriern halte ich lieber etwas Abstand. Okay, das war die Missionsbesprechung. Oh, jetzt kommen wir automatisch in den Jeep. Repariere die folgenden Gebäude. Palio-Anlage, Notfallgenerator und Beobachtungsgalerie. Sieht übrigens sehr cool aus, wenn das zerstört ist. Ich meine, ist ja so schon ein bisschen runtergekommen und zerstört, aber wenn dann da noch der Dampf und so, oh Gott, ich bin eingesperrt. Wenn dann da noch der Dampf und so rauskommt aus den Rohren und dann noch mehr kaputt ist, ist schon cool. Notfallgenerator und hier die Beobachtungsgalerie. Schön, Sie zu treffen, Mr. Sandman. Ich bin Dr. Dua. Wir haben gemeinsame Freunde. Geheimniskrämerische Freunde. Wir sollten gut miteinander auskommen. Also, wie ich das verstehe, ist hier nicht alles unter Kontrolle. Hier sind Saurier, die wild auf der Insel rumlaufen. Dann liegt da unser Fokus. Okay, irgendwo müssten hier die Stegi-Moloch sein, die wir vorhin gesehen hatten. In dem Intro. Die sollen wir einfangen. 7 Stück.
Ach, da vorne sind sie. Ich glaube, ich kann aber auch nicht aus der Jeep-Ansicht raus. Nee. Das heißt, wir müssen die mit Anfordern und Schicken dann einfangen. Ja, ewig nicht gemacht. Oh ne, hupen wollte ich nicht. Oh Gott. Ah, okay, man kann sogar einzelne Dinos anfordern. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ach, da steht's ja, RB. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall alle angefordert. Sorry, Leute, ich habe das echt lang nicht gemacht. Aber wir können die jetzt, glaube ich, erstmal herholen alle. Dürften jetzt auch alle 7 Stück sein. Und jetzt gehen wir auf Schicken. Ja, und dann können wir die perfekt dahin schicken in die Richtung. Ich muss aber alle anvisieren. Das heißt, ich fahre mal ein Stück zurück. Und dann schicken wir die auch noch in die 5. Die 2 laufen ja gerade schon. Finde ich schon mal cool, dass man mit diesem Tool mal ein bisschen arbeitet. Das habe ich bis jetzt echt wenig benutzt. Aber sieht irgendwie ganz cool aus, wenn die so neben einem herlaufen. Fühle mich wie einer von denen. Ich bin das Alpha-Tier aus der Herde. Und rein in das Gehege. Ja, und da steigt jetzt auch schon unten rechts die Zahl. Das heißt, wir machen alles richtig. Perfekt. Alle drin. Es wäre hilfreich, ein Beschaffungszentrum zu errichten. Damit könnten wir die Saurier verlegen. Oh, verbesserte Logistik. Gefällt mir. Also, die Arbeit bleibt doch nicht an mir hängen, richtig? Wir brauchen nur die Anweisung. Wunderbar. Nichts verschwenden. Mehr handeln, weniger Papierkram. Zack, da bin ich dabei. In Gedanken. Immer diese doofen Sprüche von dem, ey. Müssen wir das irgendwo bestimmt hinmachen? Ne, ich glaube nicht. Ich mach's einfach mal hier hin. Ich glaube, das ist sowas wie der Schwarzmarkt, das Beschaffungszentrum. Boah, ich habe hier perfekt schon das Land blöd angehoben. Aber ich kann es auch gerade nicht ändern, also... Ich habe halt gerade sehr wenig Möglichkeiten. Egal. Hey, ich bin Kayla Woods. Schätze, Sie sind neu hier, Mr. Sam Benn. Barry Sam Benn. Ich vermute, Sie kennen die Gegend? Ich bin Pilotin. Ich sollte alles kennen. Und jeden. Also, wenn Sie Saurier oder sonst was brauchen, kann ich weiterhelfen. Sie meinen die Börse? Ich misch mich nicht ein. Ich bringe Ihre Fracht von A nach B. Sie geben mir mein Geld, wir gehen unserer Wege. So halte ich es immer. Das respektiere ich. Ihre Verbindungen könnten nützlich sein. Danke. Keine Ursache. Aber nicht weitersagen. Oh, jetzt geht's in Richtung Schwarzmarkt, so wie es aussieht. Ich glaube, diese beiden Symbole sind Schwarzmarkt und da wir im Bereich des Unmöglichen arbeiten, überschreiten wir so einige Grenzen. Moral und Wirtschaftlichkeit sind schwer zu vereinen. Und wir reden hier über Saurier. Alle Linien, die wir übertreten, sind ohnehin verwischt. Oder vollkommen unsichtbar. Oh, sie existieren schon, aber ich sehe grundsätzlich nur, was ich sehen muss. Was wir jetzt sehen müssen, sind auf jeden Fall ein paar Saurier. Wir können dafür sorgen, dass wir einige Tiere von der Börse erhalten. Oh, wie cool. Wir holen jetzt direkt den Oviraptor. Da bin ich jetzt einmal gespannt. Oh, 2 ganz neue Symbole hier. Das ist die Börse und das ist Inselnavigation. Okay, da können wir dann wahrscheinlich mit diesem Frachtschiff zwischen den Inseln die Dinosaurier transportieren. Oh, das ist alles hier sehr spannend. Jetzt sind wir in der Börse. Saurierbörse. Angebot durch Vertrauen gesperrt. Okay, wir haben noch nicht genug Vertrauen aufgebaut. Da, das ist aber wirklich so. Das hier ist das Untergrundvertrauen, das ist das Behördenvertrauen. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ich denke mal, für den Schwarzmarkt brauchen wir dann eher das Rote. Ah, den Oviraptor können wir aber schon machen. Und dann kriegen wir mehr Vertrauen. Aber bei den Guten... Ah, ist die Börse für die Behörden und für die... für den Schwarzmarkt? Okay, interessant. Das heißt, jetzt steigt das sogar für die Behörden. Wurden während des Transports durch Wilderer zu einem unterirdischen Labor gerettet. Benötigen dringend eine Zuflucht.
Ah, ich verstehe. Die wurden von der Tierschutzorganisation oder von den Behörden irgendwie gerettet. Und ich nehme die jetzt auf und deswegen steigt dann der grüne Wert. Ah, das ist ja cool. Das heißt, die Saurierbörse ist gar nicht nur so Untergrund und illegal. Das ist so ein gemischtes Ding. Also hier gibt es halt auch Dinosaurier, die halt schwarz gehandelt werden. Ja, wir kaufen die natürlich, die Oviraptoren. Und jetzt haben wir die schon. Oh mein Gott, wie schnell das ging. Müssen wir mal schnell ein gutes Gehege finden. Nehmen einfach mal hier das erste. Das ist bestimmt dafür gedacht. Produkt wurde eingesammelt. Auf jeden Fall sehr winzig. Ich möchte vor allem ausreichend Komfort für die Saurier wie für die Gäste. Denn das eine überträgt sich ohnehin auf das andere. Solide Strategie. Eine ruhige Einrichtung verwaltet sich leichter als eine chaotische. Genau. Und je ruhiger die Saurier sind, desto weniger unangenehme Anrufe muss ich tätigen. Win-win. Die haben sehr coole Federn. Müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe bei Tag angucken. Ist halt jetzt sehr dunkel. Ich finde es auch lustig, wie die laufen. Die laufen halt echt wie so ein Hühnchen. Und die dürften ja auch, wie heißt das nochmal, Omnivoren sein. Also Fleisch- und Pflanzenfresser. Oh ja, hier gibt es auch ein neues Symbol. Fleisch und Pflanzen. Haben die jetzt alle auch den gleichen Skin? Nee, anscheinend nicht. Der hier ist dunkler. Wie süß ist das denn? Wie die sich um ihre eigene Achse drehen dabei. Das ist ja niedlich. So, wir haben aber eine nächste Mission, da sollten wir uns jetzt drum kümmern. Wir gucken uns die gleich bei Tag nochmal genauer an. Erhöhe die Dinosaurier-Sichtbarkeit. Sorge dafür, dass alle Saurier einen Komfort von 90 haben. Gastkomfort aufrechterhalten. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Saurier und dann um die Gäste. Das ist ja viel, viel wichtiger. Hier kommt sogar noch einer angeflogen. Hä? Achso, ich dachte gerade, der liefert den hier hin. Gerade kurz verwirrt. Dann müssen wir mal solche Ranger-Posten bauen. Das ist eigentlich immer die beste Lösung. Dann geschieht das nämlich alles automatisch mit dem Scan. Dann haben wir da gar keinen Stress. Und dann können wir auch direkt schon die MVU darauf festlegen. Dann wird sich nämlich um alles automatisch gekümmert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Saurier-Sichtbarkeit ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Das sind halt nur, wenn die da in so Bereiche laufen, wo man es gerade nicht sehen kann. Aber da gibt es eigentlich nicht viele, nur so kleine Ecken. Zustellung wurde abgeschlossen. Also ich glaube, da brauchen wir nichts dran ändern. Wir müssen uns halt nur um den Komfort der Saurier kümmern. So, die werden jetzt gerade gescannt. Oh, wie klein die sind. Ich hätte mir die echt ein bisschen größer vorgestellt, das ist ja krass. Sind einfach nur so groß wie ein Autoreifen. Aber auch hier ein sehr schöner Skin. Komfort. Blätterboden fehlt dem. Aber ich glaube, die machen jetzt nochmal die Animation. Oh, ist das süß. Liebe die Oviraptoren jetzt schon. Was macht er jetzt? Geht wahrscheinlich was trinken oder so. So, ich kümmere mich jetzt mal um den ein bisschen. Ja, die gehen jetzt alle gerade was trinken. Blätterboden brauchen wir. Da haben wir sie. Das heißt, wir könnten eigentlich ein bisschen was von den Standardbüschen, die hier schon sind, austauschen. Und dann sollte das Problem gelöst sein. Jetzt sollte der Komfort eigentlich steigen, oder? Ist doch alles supi. Fleisch fehlt auch noch. Oh, okay. Und Wasser, 5% ist auch zu wenig, weil es noch rot hinterlegt. Das heißt, wir machen hier nochmal eine zweite Wasserpfütze hin. Jo, passt. Und dann noch ein Fleischfieder. Der kommt am besten hier vorne vor. Jetzt haben sie wieder zu wenig Blätterboden. Ich kann eigentlich auch noch eine Ziege machen. Ich weiß halt nicht, ob die sowas erlegen. 100%. Oviraptor ist glücklich. So gelobe ich mir das. Es sind die kleinen Dinge, die dafür sorgen, dass die Großen so bleiben, wie wir sie haben wollen. Wie auch das nächste Ziel. Ja, ich würde sagen, wir machen das hier. Gesunde Saurier möchte ich sowieso und dann ist das sowieso ein Ziel, was erfüllt wird, hoffentlich.
Ach, der da. Okay, der pickt im Sand. Ein bisschen beobachten möchte ich die Saurier schon. Die Oviraptoren springen da auch oben rauf, das ist ja süß. Hey, ich will den anklicken. Oh, gemein, ich kriege ihn nicht. So, jetzt. Die sind so süß, winzig. Aber auch sehr agil. Also ich mag das, dass die so rumhüpfen und sich drehen und sowas. Sehr verspielt wirken die. Okay, als nächstes. Saurier-Sichtbarkeit ist gut. Wir müssen jetzt uns noch um die Stegimorlochs kümmern. Gucken, was denen denn hier fehlt. Oh, auch einiges. Wald, Blätter, Boden. Okay, das kriegen wir aber hin. Am besten auch hier wieder das Futter vor den Krams. Sind das nicht Blätter? Pflanzenfasernboden. Oh Gott, ich mache genau das Falsche. Ja. Kann ja nichts werden. Wo brauchen die viele davon? Soll ich gleich das ganze Gehege vollklatschen? So, 90%. 100%. So muss es sein. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Gäste kümmern. Ja, guck mal, die gehen auch direkt fressen. Das ist doch schön. Aber hier sind auch noch einige Sachen gar nicht versorgt. Kann ich denn schon forschen? Weil ich bin ja mal großer Fan davon, direkt in die Infrastruktur zu gehen. War das hier? Nee, sondern da, in den Strom natürlich. Und dann das hier zu entwickeln. Ah, mir fehlen aber Wissenschaftler. Kann die aber schon einstellen, das ist gut. Ich brauchte Logistikwissenschaftler dafür. Ja, dann nehmen wir doch mal die hier. Das ist arschteuer, ne? Strom wird auf Dauer halt echt ein Problem, wenn man sich da nicht drum kümmert. Jetzt habe ich die beiden und jetzt sollte ich eigentlich in die Richtung schon mal forschen können. Ich glaube, das wird sich auf jeden Fall rentieren, weil diese Notstromgeneratoren, die sind halt echt nicht so geil. Ah, okay, hier hinten ist noch was nicht fertig, deswegen wird das alles rot oben angezeigt. Da kümmern wir uns jetzt mal nicht drum. Wir gehen jetzt weiter auf die Mission ein, den Gastkomfort sollen wir ein bisschen erhöhen. Das heißt, wir brauchen vermutlich eine kleine Einrichtung auf jeden Fall. Toilette wäre noch gut. Da ist die Toilette, das heißt, die müssen wir auch noch erforschen gleich. Ah, dann müssen wir kurz warten, bis das andere erforscht ist. Machen wir in der Zeit mal eben Essen und Trinken und sowas. Machen wir den mal hier hin. Dann kommt da gleich eine Toilette hin. Würde ich jetzt mal sagen. Die müssen wir erst erforschen. Und das geht's. Und dann können wir schon mal das Kraftwerk planen in der Zeit. Das packe ich mal hier oben hin. Ich will eigentlich nicht so platzverschwenderisch arbeiten, aber ich glaube, wir haben genug Platz. Ich glaube schon. Ich mache es aber mal dann so rum hin. Ich meine, es ist ja eh ein Gebäude, wo jetzt kein Besucher oder so hin muss. Deswegen ist das eigentlich relativ egal. Und ich versuche dann natürlich auch alles abzudecken. Mit Strom. Soweit ich das hinbekomme. Weil eine richtige Stromversorgung ohne Notfallgeneratoren ist essentiell immer. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal selber baut oder so. Macht das so früh wie möglich. Weil diese Notfallgeneratoren, die fressen ohne Ende Geld. Das ist so krass. Geld, die einfach verschwenden. Ich muss jetzt hier das Stromnetz halt einmal komplett entlangführen durch den Park, weil hier halt auch überall diese Beobachtungsgalerien und so sind. Haben wir hier vorne noch? Ja, hier vorne ist auch noch was. Guck mal. Das heißt, wir gehen auch nochmal eben hier hin. Machen da nochmal ein Ding hin. Ich glaube, dann haben wir soweit erstmal alles. Connecten wir das Ganze noch an den Weg. Bin ich jetzt auch gleich fertig. Und hier sind die Läden auch soweit fertig. Die Toilette ist auch erforscht.
also geht das schon klar. Ist jetzt auch nicht ideal, aber passt schon. Bei den Läden hat man ja leider allgemein nicht diesen Malta-Look. Aber ja, kann man nichts machen. Der Gastkomfort ist auf jeden Fall jetzt schon deutlich gestiegen. Wir können trotzdem mal kurz reingucken, was da los ist. Ja, die Anziehungskraft ist nicht so gut. Ja, nicht sichtbar und so, das kann ich jetzt nicht ändern. Das ist eigentlich ganz okay. Aber hier die Unterkunftsbewertung brauchen wir noch. Und die Toilettenversorgung ist noch nicht perfekt. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Toilette. Und wir brauchen auch noch ein Hotel. Oh, es regnet. Ah, cool. Ich weiß gar nicht, was es für Unwetter hier gibt. Auf Malta. Wahrscheinlich auch Hurricanes und so. Gehe ich mal von aus. Und dann brauchen wir noch eine weitere Toilette, hatte ich ja gerade gesagt. Die können wir dann mal hier hinten hin machen. Ich mach die mal hier hin. Da kommen bestimmt viele Gäste dann lang, wenn das Hotel hier ist. Schutzraum kann ich erstmal sein lassen. Gehe ich auf diese Seite noch ein. Das ist übrigens das Kraftwerk. So, und ich wollte euch nochmal die Oviraptoren zeigen bei Tag. Da haben wir ihn. Das ist nicht ein Süßer. Dann ganz viele verschiedene Skins auch noch. Man sieht die halt teilweise gar nicht, wenn die im hohen Gras sind, weil die so mini sind. Ich finde das schon sehr cool, wie die allein laufen. Ha, der Pool steht schon. Ist jetzt gleich fertig. Mal gucken, ob es dann steigt. Müsste eigentlich. Okay, und wir müssen gleich etwas kaufen, was den Behörden gefällt. Also irgendwas, was gerettet wurde oder so. Für unsere andere Mission. Ein bisschen Höhenunterschieden, das ist immer... So minimal ist noch okay, dann kann man einfach überglätten. Das Hotel finde ich übrigens auch richtig schön mit diesem Pool da. Das ist schon nice. So, wir müssen jetzt aber mal eben erstmal was an der Börse kaufen und dann müssen wir den Gastkomfort erhöhen. Irgendwas stimmt da noch nicht. Also irgendein Wert oder so habe ich dann noch missachtet. Gehen jetzt aber erstmal hier in die Börse rein und holen Dracorex. Würde das erfüllen, die Mission? Das kann ich ja sogar einblenden. Ja, ist egal, man braucht da keinen Wert oder so. Oder Ceratosaurus. Diese Exemplare benötigen nach einer traumatischen Aufzucht in einer illegalen Zuchtanlage eine Zuflucht. Vier Ceratos. Finde ich eigentlich cool. Über 1,9 Millionen. Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Gastkomfort schnell. Ist vermutlich ein bisschen besser. Unterkunftsbewertung ist immer noch schlecht. Hier habe ich das Hotel an einer schlechten Stelle gebaut oder ist das nicht versorgt? Ach, okay. Nicht mit Strom versorgt. Aber das ist ja das geringste Problem. Gucken, ob es jetzt steigt. Der Gastkomfort müsste eigentlich. Ich bekam gerade eine Nachricht von meinen Behördenkontakten. Ich auch. Man beobachtet uns. Sie wollen wissen, wie uns das mit den Sauriern gelingt. Sie haben wohl auch Informationen, die Sie teilen möchten. Aber erst, wenn Sie uns vertrauen, richtig? Vertrauen ist keine Einbahnstraße. Hoffen wir, dass die das auch so sehen. Hey, wenn es um Vertrauen geht, bin ich Ihr Mann. Das Fundament des Kapitalismus. Sehen Sie es so, wenn ich Ihnen was verkaufe, vertrauen Sie darauf, dass es was wert ist. Und selbst wenn etwas schief geht, zum Beispiel wenn es in zwei bricht, bleibt Ihnen immer noch die Cabot-Finch-Garantie. Aha. Und wie lautet die? Beide Hälften gehören ganz Ihnen. Ach, der Typ, ey. Ich hatte erst ein bisschen Befürchtung, dass der Platz nicht ausreicht, aber es sah ganz gut aus gerade. Vier Ceratos funktionieren auch miteinander. Stand ja doch easy. 100% jetzt schon. Cerato mag ich auch echt gerne.
Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Fleischfresser. Wir sollen ja auch die Parkbewertung erhöhen, deswegen sind Fleischfresser da auch immer eine gute Sache. Definitiv. Und wir sollen auch Gewinn erhöhen. Das heißt, wir können jetzt nochmal schnell in die Besucherläden reingehen. Und dort können wir dann nochmal hier ein paar Anpassungen vornehmen. Das hilft ja immer schon ungemein, wenn man das vernünftig anpasst hier. Machen wir mal so und dann ein bisschen auf grün gehen. Grün und weiß, wenn es geht. Ganz perfekt wird es nicht, aber wir haben es auf jeden Fall ein bisschen hochgetrieben. 8000 ist aktuell hier der Gewinn. Hier ist ja nur 1700. Das können wir sicherlich auch noch steigern, da bin ich mir sicher. So, jetzt hier grün und weiß nochmal. Und nochmal grün. Schon sind wir bei 9000. Guckt euch das an. Also das steigert halt so enorm alles. Diese Medulle. So. Ah, war alles geschafft. Ich habe gerade von einem neuen Ort erfahren. Sollten wir uns mal anschauen, wenn Sie mich fragen. Nicht ganz geheim, aber etwas abgelegen. Diese ganze Sache, Paläopflege, ist seit Anfang an viel Heimlichtuerei. Man erfährt nur, was man wissen muss. Also, was ich weiß, ist, dass sie voller Überraschungen steckt. Genau das macht mir Angst. Also das und die... Guck dir das mal an, die Ziege ist einfach größer als der Oviraptor. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Ziegen angreifen. Ah, das ist doch doof. Das heißt, ich kann eigentlich das Ding hier deaktivieren. Die Raptoren und der T-Rex und der Carnotaurus. Also eigentlich alles mit Zähnen, Klauen und Lederhaut. Benutze die Inselnavigation, um zur San Marie zu gelangen. Ah, das heißt, wir wechseln jetzt das erste Mal auf eine andere Insel. Aber Leute, ich würde sagen, das war jetzt der erste Part von der neuen Malta-Kampagne. Hat schon mal echt Spaß gemacht. Und wir haben auch schon das erste oder die erste neue Spezies gesehen. Und ich finde das auch richtig cool, dass man jetzt immer so ein bisschen hin und her zwischen den Inseln wechselt. Das finde ich mega spannend. Ich bedanke mich jetzt schon mal vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Lasst gerne ein Like da. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.